Nach 46 Jahren, 3 nach 9, so lange gibt es die Sendung schon, sind Sie tatsächlich zum ersten Mal bei uns. Dafür möchte ich mich erstmal in aller Form bedanken. Schön, dass Sie endlich da sind. Das kommt in unseren Jahresrückblick. Man fragt sich, warum. Bitte? Man fragt sich, warum. Ja, warum eigentlich? Es ist nie einer drauf gekommen, mich zu fragen. Doch, wir haben ganz oft gefragt. Was? Ja. Ach. Sie waren aber immer auf Tour, Sie hatten ständig Engagement, erklärt Sie hatten keine Zeit. Also ist es doch gar keine Frage, ist doch längst beantwortet. Ich habe gearbeitet in der Zeit. Es ist halt so, diese Sendung ist abends und meistens bin ich abends tätig. Und jetzt ist Bühnenpause. Und schon passiert. Und davon profitieren wir jetzt ein bisschen. Sie sind nämlich jetzt da. Aber wie ist das für einen Mann wie Sie, der es gewohnt ist, die Menschen zum Lachen zu bringen, abends auf der Bühne, das Live-Publikum zum Lachen zu bringen, darauf jetzt zu verzichten? Das ist wirklich sehr, sehr anstrengend, weil ich ja auch noch zu der Überzeugung gekommen bin, dass wir jetzt etwas für unser Immunsystem tun müssen. Und ich weiß, ich erlebe das ja selber, dass Lachen unglaublich viel dazu beiträgt. Ich behaupte auch, wahrscheinlich wird der Dieter mir das bestätigen, wenn unten gelacht wird und du bleibst aber ernst, es ist, als ob du selber lachst. Mhm. Das Zwerchfell wird, merkwürdigerweise überträgt sich das. Also das ist, darum finde ich auch meinen Beruf so wahnsinnig gesund. Mhm. Wenn Herr Rossmann erzählt, was er für Schwierigkeiten hat, denke ich, warum spielt der Mann nicht? Wenn ich abends auf der Bühne stehe, ich mache alles durch. Ich lache, ich heule, ich kriege die Wut, ich gehe davon ab, gehe von dieser Bühne runter und bin der psychisch gesundeste Mensch überhaupt. Und das macht süchtig. Und wenn das dann wegfällt und das zu einer Zeit, wo man doch von Krankheit bedroht ist, und ich bin ja Risikogruppe, letale Risikogruppe, das ist ein rheinischer Ausdruck. Und da fehlt einem dann das. Ja, es ist interessant, ne? In Krankenhäusern werden Clowns eingesetzt, weil man weiß, es hilft. Und wir sind jetzt alle im Krankenhaus, im Corona-Pandemie-Krankenhaus. Und der Humor wird von der Bühne abgeschafft. So ist es. Also ich bin da ganz bei Ihnen. In unseren Jahresrückblick kommt, dass Sie endlich bei uns waren. Ich glaube, in Ihren Jahresrückblick, weil wir vorhin drüber sprachen mit Dieter Nuhr, kommt dieser Gong und dieser Klang, der plötzlich in diesem Jahr eine Rolle in Ihrem Leben gespielt hat. Ja. Warum? Ich versuche es so kurz wie möglich zu erzählen. Also der Intendant des Düsseldorfer Schauspielhauses, Herr Schulz, hat uns gesagt, ihr dürft ja jetzt auf der Bühne im Boulevard euch nicht mehr küssen. Es gibt in Indien, da ist es verboten im Grunde genommen, das liegt am viktorianischen Zeitalter, das ist also gar nicht mal indisch immanent. Also sondern an den frühen Briten? Ja, da erzähle ich mal gerne eine Geschichte, die mir nicht geglaubt wird. Die waren so prüde, dass sie einen Konzertflügel, die Beine, die ein Konzertflügel nun mal hat, ja, bestrickt haben. Die wurden in Strümpfen auf dem Konzert. Tischbeine auch in Großbritannien. Wie? Tischbeine auch. Ja, siehst du. Alles, was Bein war. Wussten Sie das, Raphael? Nein. Nein? Na Gott, jetzt auch eine andere Zeit. Also, das war so. Wann ist die gestorben? 1903 ist sie gestorben, die Victoria. Also da war das in hoher Blüte und es hat sich gehalten. Die Prüderie in Indien ist immer noch da. Wenn man in einen Tempel geht, sieht man die größten Pornos überhaupt. Aber ja, bei den Götterabbildern. Ja, eben alles. Das gibt's alles. Aber ich habe einem Psychologen gelauscht, der gesagt hat, er ist Inder gewesen, hat gesagt, ich muss manchen Leuten bei mir, jungen Leuten, erzählen, wie es geht, weil sie nach 4 Jahren noch kein Kind haben, weil sie einfach nicht wussten, wie man das macht. Das ist ein Problem. Ergo, kommen wir darauf zurück. Also das Volk ist prüde, es darf auf der Bühne nicht geküsst werden. Stattdessen gibt es diesen Gong. Also wenn sich dieses Paar nun endlich so nahe gekommen ist, dass man sagt, ja, nun tun Sie's, dann erklingt dieses Gönnchen und das Abonnentenpublikum weiß, jetzt haben die sich geküsst. Und das haben wir übernommen. Und wie kam das an in Deutschland, wo man ja diese Tradition Das ist natürlich ein Applaus. Ne? Ja. Wir haben also mehrere noch Hat es denn vorher jemand erklärt? Weil sonst wusste man ja gar nicht, was soll das. Ja, das macht der Herr Heinersdorf selber. Ist der Autor, Regisseur und Mitspieler. Und der betreibt auch 3 Theater. Und wir sind noch dazu befreundet. Das muss man erstmal alles unter einen Hut kriegen. Und der geht hin, weil er sehr eloquent ist und auch sehr locker, und erklärt dem Publikum, dass es jetzt nun
etwas erlebt, was es wahrscheinlich noch nie erlebt hat, nämlich eben mit Maske ein Stück zu sehen und distanziert zu sein. Und er freut sich darüber, dass sie gekommen sind. Und dann erzählt er die Geschichte mit dem Gong. Sehr spekulativ, würde ich sagen, weil jedes Mal, wenn dieser Gong erklingt, haben wir auch einen Zwischenapplaus. Und das ist nötig, weil es sind ja wenig Leute da. Ja, ja. Ist denn die Stimmung besser im Theater, wenn da weniger Menschen sitzen, oder schlechter? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe sie auch gestellt und gedacht, das kann nicht ankommen. Unser Stück, das ist so beiläufig, das braucht Publikum. Da muss einer muss schneller kapieren als der andere. Und die sitzen alle auseinander, die stecken sich nicht an beim Lachen. Das beim ist Lachen ja, auch nicht? Ja, das ist ja ganz schlimm. Es ist nicht wahr. Ja. Wir haben uns alle getäuscht. Denn wenn die Leute auseinander sitzen, dann ist es wie zu Hause vor dem Fernsehen. Also sie sind zu zweit oder zu dritt und fühlen sich viel freier und kapieren auch viel leichter. Und denken, oh, das ist eine Pointe, lache ich einfach mal. Und schon steckt das an. Und wir haben wirklich tolle Vorstellungen gehabt bei einem Viertel der Besucherfrequenz. Ja. Um jetzt auf Sie persönlich zu kommen, bei Ihnen steht ein großes Ereignis an, der 80. Geburtstag. Mhm. Ist das eher so ein sanfter Gongschlag für Sie oder ein richtig kräftiger Paukenschlag, diese Zahl? Ja, ich bin mir dessen noch gar nicht bewusst, was es heißt. Ich fühle mich ja nicht so. Wo sind Sie stehen geblieben? Innerlich? Bei welchem Alter? Ach ja, bei 60. Also bei Dieter, bei Dieter. Ja, darum gucke ich ihn ja so strahlend an. 60, glaube ich, da war mir bewusst, ich hatte vorher einen Satz gelesen, der sehr eingeleuchtet hat, wenn du in den Spiegel guckst und siehst deinem Vater ähnlich, dann wirst du alt. Mhm. Und das ist auch so. Gilt das für Frauen auch? Ich kann das nicht. Also wenn man anfängt, als Frau dem Vater ähnlich zu sehen, ist höchste Eisenbahn. Deswegen frage ich. Nur so, damit ich morgen früh im Badezimmer spiegel Bescheid weiß. Also bin ich nun der absolut Falsche. Ich würde so etwas erstmal nicht erforschen. Und wenn ich es dann weiß, würde ich es einer Dame nie sagen. Okay. Ich finde es interessant, dass Sie sagen, dass Sie mit 60 dieses Aha-Erlebnis hatten, weil ich gelesen habe über Sie, dass Sie schon mit 40 angefangen haben, sich auf Ihr Alter vorzubereiten. Das ist richtig. Mit 40 bin ich komischerweise zu Lach und Schieß gekommen. Genau an meinem 40. Geburtstag hat damals Hermit Drechsel mich angefragt. Und in dem Jahr bin ich auch hingekommen. Und da ich viel aus Durcheinander lese, und jetzt habe ich heute ein Buch geschenkt bekommen von Herrn Rossmann, das werde ich jetzt auch lesen. Und bleibt immer was haften. Man muss sagen, wir haben überhaupt keine Werbung heute Abend. Nein. Buch von Dirk Rossmann. Nein, es geht mir jetzt ums Lesen. Na klar. Ja? Muss ich was zurücknehmen? Nein. Also gut. Nein, überhaupt nicht. Ich kann Ihnen auch noch meine CD schenken nachher. Ich habe auch nämlich gerade eine CD auf den Markt gebracht. Schumann Cello Konzert und Klänge. Super Repertoire. Ich lebe in Düsseldorf. Sie lieben doch Musik auch, oder? Ich liebe vor allem klassische Musik, also in diesem Fall romantische. Wunderbar. Das ist ja wunderbar. Ich weiß, glaube ich, wann die nächste Nur-Sendung im Fernsehen. Und ich lese Ihnen die Tagesschau mal privat vor. Nein, sie hat sie. Die war gestern. Ja, hab ich gesehen. So, wo hake ich jetzt wieder ein? Wir haken ein, dass ich gelesen habe, dass Sie sich schon mit 40 angefangen haben. Ich habe es jetzt zusammen. Noch klappt das ja alles. Also, mit 40 habe ich gelesen, dass man in dem Alter anfangen soll, sich darauf einzustellen, alt zu werden. Dass man mit, was weiß ich, 65, also wenn man in Rente geht normalerweise, weiß, was man da tut. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, das mache ich. Und als erstes, muss ich Ihnen sagen, habe ich etwas ganz anderes mental trainiert, keine Angst vor dem Tod zu haben. Das ist ganz wichtig. Und das hat mich auch dann irgendwann zum Yoga gebracht. Und ja, darum habe ich gedacht, nur jetzt wirst du alt, bin ich auch ein bisschen wie soll ich sagen, beeinflusst dadurch, dass ich schon als Kind nicht gern jung war. Also ich bin auch rumgelaufen wie ein älterer Herr. Ich habe immer Paletots getragen und Schlips und Kragen. In welchem Alter? 12, 14, 16, 18, 22, altergehend. Ja, also ja. Ich fand das auch schön, ein älterer Herr zu sein. Woran lag das? Ja, an meinen Vorbildern. Also jeder hat ja Vorbilder. Und ich hatte welche im Kino, ich hatte welche privat. Und das waren Herren.
Und für mich war es wichtig, ein Herr zu sein. Es ist immer noch wichtig, ein Herr zu sein, weil das, was den Herren ausmacht, Höflichkeit, eine gewisse, ja, ein gutes Benehmen, Vorbildlichkeit, sich zu bilden, permanent, nie aufzuhören, neugierig zu sein. Darum stimmt das auch nicht ganz mit dem Weltraum. Und also diese Dinge gehören für mich zum Herrsein und nicht Herr über andere, sondern Herr als sich beherrschend. Und wir haben ja vorhin in dem Film gesehen, dass Sie dieses Yoga-Training jeden Morgen machen, weil Sie ja auch... Nein, nicht jeden Morgen, außer montags. Außer montags ist spielfrei, ne? Ja. Genau, richtig, außer montags. Aber ich finde, an 6 Tagen die Woche, das ist durchaus eine Leistung. Ja, das ist 45 Minuten, ja, das morgens zu machen. Zu Ihrem Ritual gehört aber nicht nur Yoga, diese wahnsinnigen Verrenkungen, die wir da gerade gesehen haben. Ich würde es nicht hinkriegen, sage ich gleich. Sondern Sie machen auch etwas, das nennt sich Ölziehen. Und zwar während Sie mit dem Hula-Hoop-Reifen trainieren. Ja, da gibt es aktuelle Fotos von dieser Woche, die möchten wir mal gerne zeigen. Und Sie können uns vielleicht kurz erklären, was das mit dem Herrsein zu tun hat und mit Fitness. Das ist es, was zum Herrsein gehört, pflege dich. Pflege dich immer, wann immer das möglich ist. Und da komme ich zum Ölziehen. Ihr Mitbewerber hat das. Bei Ihnen kriege ich es nicht. Ölzieh? Öl, ja, das bestimmte Öl zum Ölziehen. Gibt es? Also ich bin ja froh, dass bei meinem Mitbewerber auch noch ein paar kaufen, sonst hätte ich bald keinen Mitbewerber mehr. Ja, also insofern ist doch das in Ordnung. Ich bin sehr dankbar, Ihnen diese Chance gegeben zu haben, das zu äußern. Fakt ist, das habe ich aus... Also der Enkel von Heinz Erhardt, den durfte ich mal inszenieren, Marek Erhardt, ein sehr liebenswerter, guter Schauspieler. Und der hat das mitgebracht. Er hat mir das erzählt. Ja, er macht das von Zeit zu Zeit. Ich sage, was hast du denn davon? Er sagte, das entgiftet den Menschen, was es medizinisch gar nicht gibt. Aber es zieht auch aus den Zähnen, jeden Morgen 10 Minuten Öl gezogen, zieht es das ganze Gift, was sich dort lag. Das heißt, Sie haben das dann im Mund, das Öl, während Sie mit dem Hula-Hoop-Reifen, dann würde ich mich ja schon übergeben. Spätestens. Ja, Multitasking. Super. Kann man das nicht mit Olivenöl auch machen? Natürlich kann man das mit Olivenöl machen. Ja, nur genau. Dieses Öl von der Firma DM, ich darf das jetzt sagen, weil die war sehr viel Werbung. Also, ja, ich finde das auch sehr sympathisch. Ja, das ist außerordentlich angenehm. Das schmeckt auch gut. Die haben das richtig, sie haben sich Gedanken gemacht, was tun wir noch da rein, denn Olivenöl schmeckt nie gut. Ich habe das anfangs gemacht. Muss man einen gewissen Brechreiz am Anfang überwinden? Nein, komischerweise ist das nicht. Der Brechreiz entsteht ja eine Etage tiefer. Und wenn du es nur im Mund hast, ist das kein Problem. Und nach 10 Minuten spuckst du das weg. Und dann macht man 5 heiße Spülungen, also ganz normal mit Wasser, einmal ein bisschen gurgeln und dann putzt man sich die Zähne. Und dann hat man das Gefühl, und das ist das Wichtige dran, man ist gereinigt für den ganzen Tag. Aber als ein echter Herr macht man das lieber ganz mit sich alleine aus. Natürlich. Ja. Und man sagt, lass das gucken. Das Bad ist eh klein genug. Apropos allein, Giovanni. Ja. Sie haben uns im Vorfeld anvertraut, dass es eine große Veränderung gegeben hat. Jüngst in Ihrem Leben. Mal wieder, also es gibt, ich habe auch Herrn Weil wieder mal gelauscht. Es gibt Leute, die treffen in ihrem Leben die Frau ihres Lebens und bleiben auch bei der. Bei mir gelingt das nicht. Ich weiß nicht, wieso. Es gibt 1000 Erklärungen. Ein paar will ich auch noch liefern, wenn die Zeit da ist. Aber mir ist schon wieder, wie heißt das, jemand von der Fahne gegangen. Ich werde Ende dieses Jahres eine Scheidung eingereicht haben. Und das ist dann meine 4. Also ich habe nie nur, wie in meinem Buch steht, Helmut Kohl nach 60 Jahren überwunden. Ich habe auch 4 Ehen überwunden. Das ist nicht schön zu wissen. Ich bin auch nicht glücklich darüber. Aber so ist es nun mal. Was glauben Sie denn, woran das liegt? An mir. Es liegt an mir, weil ich immer glaube, ach, das kriegen wir schon hin. Und dieses Hinkriegen, das ist nicht wahr. Wenn man vorher nur das Geringste spürt, was einem zuwiderläuft, was einem die Harmonie nimmt, wo man sich selber unterdrücken muss, also kein Herr mehr sein kann,
dann sollte man sagen, ich mach's nicht. Und ich habe jedes Mal mache ich denselben Fehler, dass ich glaube, ja, das legt sich, ja, das erträgst du, ja, das hältst du aus. Ja, und dann ist es nicht. Dann kommen auch so merkwürdige Differenzen, wie zum Beispiel beim Musikgeschmack. Und ich muss sagen, von Haydn zu Howie, das ist ein weiter Weg. Von Haydn zu Howie, Howard Carpendale? Ja. Ja, okay. Naja, ich kenne den, wir kennen den beide. Das ist ein sehr angenehmer, lustiger Mensch. Aber ich muss ja nicht seine Musik hören. Ist eine fünfte Ehe denkbar? Nein. Nein? Nein, das kommt mir mit 80 Peter nicht mehr zumutbar. Sie haben ja noch 30 Jahre. 23. 23 meinen Sie, haben Sie noch? Ja. Da gibt es eine Geschichte, die an die glaube ich nicht, aber ich erzähle sie gern. Ich habe eine Chiromantin, das ist eine Dame, die ist in der Lage, aus der Hand zu lesen. Die linke ist die Veranlagung und die rechte ist die Gegenwart. Und die hat meine Linke gesehen und hat gesagt, Donnerwetter, mein Gott, wirst ja 103. 103? Ja, und dann interessiert mich das natürlich, weil man hat ja gern einen Vertrag. Wie lange spiele ich denn? Und sagt sie, mit 96 hast du plötzlich keine Lust mehr. Und jetzt gucken wir alle. Und hat sie Ihnen auch gesagt, die vierte Ehe ist die letzte? Ich glaube nicht. Nein, ich hätte fragen müssen. Ja, denn bisher waren es ja immer so 12 Jahresrhythmen, glaube ich. Genau. Ehen, ne? So, ja. Dann würden ja noch fast zwei ganze reinpassen in die letzte Zeit. Sei ehrlich, du warst mit der Handleserin verheiratet. nein, war ich nicht. Nein, die habe ich auch nie wieder getroffen. Sehr intelligente Frau. Braunschweig. Dann die nächste. Also ich frage mich immer, und Giovanni und ich haben schon oft drüber gesprochen, wenn man jetzt öfter schon geheiratet hat, auch wirklich jetzt, Gerhard Schröder hat ja auch des Öfteren schon mal geheiratet. Ja, jetzt ne? Eins vor. Ja, mit Gerhard genau. Habe ich mich damals unterhalten. Sind Sie ja in guter Gesellschaft. Ist man dann ein totaler Romantiker, weil man immer wieder an die neue große Liebe glaubt? Oder ist man das Gegenteil? Wäre ich eitler als ich bin, würde ich das bejahen. Ich würde sagen, ich bin ein großer Romantiker und darum scheitern alle meine Ehen. Es ist aber nicht so. Es ist schon so, dass ich meine Macken habe und offensichtlich sind die für länger als 12 Jahre nicht zu ertragen. Ich nehme das alles gerne auf mich. Ich gebe allerdings auch zu, was eine Macke ist, ist meine Disziplin. Es ist für eine Frau nicht ganz einfach, wenn der Mann jeden Morgen diese Yoga-Übungen macht und egal was passiert ist und wenn der 100 Tage im Jahr keinen Alkohol trinkt und er ist auch selbst an seinem Geburtstag nicht zu bewegen, das zu tun, dann kriegt man schon einen gewissen Hass. Ich glaube, es gibt auch einige Frauen, die dankbar wären, um diese Struktur, jeden Morgen Yoga zu machen. Ein Mann, der sowas macht, das ist doch einzigartig. Ich habe sie aber nicht gefunden. Du hast so lange schon. Wenn sie jetzt vor dem Fernseher sitzt, dann kann sie uns gerne anschreiben. Denn ich werde mich jetzt mit Jochen Busse verabreden für das nächste Gespräch. Wenn wir eine ordentliche Zuschrift haben, dann kommen Sie wieder. Versprochen? Ja. Gut, okay, haben wir uns heute das letzte Mal gesehen. Nein, das hoffe ich nun wirklich das nicht. Ich nicht, es war ein umwerfend ehrliches Gespräch. Vielen Dank.